sind wir ja hier im Abwehrgestall. Ja, genau. Und hier ist ja eigentlich auch durch die Umstellung zum Biobetrieb am meisten passiert. Das ist für uns, sag ich mal, alles Neuland gewesen. Das Stroh, dann das freie Abwerkeln. Und hier haben wir am meisten gelernt, aber auch am meisten gelitten am Anfang, weil das hat nicht von vornherein so geklappt. Ja. Aber heute sind wir glücklich und vor allen Dingen unsere Tiere sind glücklich, dass sie hier leben dürfen. Würdest du mir noch mal so ganz kurz erklären, worauf achtet ihr denn bei der Sau? Also was muss die gerade hier in der freien Abferkelung, was muss die mitbringen an Soft Skills? Jetzt werde ich mal eben einmal ganz fachlich. Grundsätzlich erstmal, wir machen eine Eigenremontierung. Das heißt, wir kennen erstmal die Mütter der zukünftigen Sauen. Die müssen erstmal vom Wesen her zu uns passen, zum System passen. Ja. Aggressive Tiere oder Tiere, die sehr unruhig sind, passen nicht in einen solchen Stall. Dann ist es einfach so, auch dass die Menge an Milch, die eine Sau hat. Das heißt, auch das ist wichtig dabei, wenn man Ferkel großziehen möchte. Wir haben einen roten Faden. Jedes Ferkel soll eine eigene Zitze haben zum Trinken. Das heißt, wir wollen also keine 17, 18, 19 Ferkel haben. Also Zitzen haben die Sauen meist nicht. Aber wenn wir es schaffen, 15, 16 Zitzen zu haben oder 15 Zitzen zu haben, heißt das, wir können theoretisch 15 Ferkel großziehen. Schaffen wir nicht. Okay. Aber trotzdem, wir wollen keine, ich sage mal, dänischen Verhältnisse haben. Du hast ja gesagt, ihr habt am Anfang hier am meisten gelitten. Also die Tiere haben euch halt dann auch wirklich gezeigt, was geht und was nicht. Wir mussten lernen, im Prinzip erstmal unser Management anzupassen. Wir haben also jetzt viel mehr gemerkt, wir müssen auf die Sauen eingehen, nicht mehr einzugreifen in Naturkreisläufe, sondern erstmal beobachten, um dann im Prinzip unsere Schlüssel zu ziehen, um dann was zu machen. Wie viel Platz hat jetzt so eine Sau? Wie viel räumt ihr ein? Hier knapp über 13 Quadratmeter. Das kann ein konventioneller Betrieb, sage ich mal, kann das gar nicht leisten. Wir haben draußen den Auslauf mit 5,4 Quadratmeter und der Rest ist innen drin. Mhm. Aber es fängt schon an, wie ist der Stall gestaltet? Mhm. Haben wir, sage ich mal, Kleinklimabereiche? Haben wir wo ist der Liegebereich der Sau? Welchen kurzen Weg haben Ferkel vom Geburtsnest in ihr Kinderschlafzimmer, in ihr Ferkelnest rein? Wo ist der Fressbereich, dass auch eine Sau es schafft, in einem solchen Bereich Strukturen anzulegen. Und dann funktioniert auch eine Bewegungswucht und funktioniert auch eine freies Abferkeln im konventionellen Bereich. Das wird mit 5 Quadratmeter nicht zu schaffen sein. Auch 6 Quadratmeter werden schwer werden. Trotzdem ist es wichtig, dass man die Erfahrung, die es ja gibt beim freien Abferkeln, einfach nutzt, um sie dann dementsprechend auch in konventionellen Stellen umzusetzen. Das ist jetzt, hallo Mädchen, ich darf jetzt in die Bucht reingehen. Es ist, sag ich mal, das Dickicht von der Sau. Es ist nicht mein Bereich, ich habe eine Stall gebaut und bezahlt. Aber es ist, sag ich mal, ihr Bereich. Damit muss ich erstmal klarkommen, das habe ich gelernt. Und trotzdem ist es, sag ich mal, ihr Schutzbereich. Ich bin jetzt hier drin. Und sie hat keine Angst, weil sie genau weiß, ich tue ihr nichts, ich tue ihren Ferkel nichts. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Das heißt, um die Bucht zu erklären, wir haben einen Geburtsbereich, das Geburtsnest, das Dickicht. Wir haben gerade gesehen, wo die Ferkel drin sind, das Kinderschlafzimmer, das Ferkelnest. Und jetzt gehen wir einmal weiter. Wir gehen einmal oben rüber. Das geht, kein Problem. Ich darf da rüber? Ja klar, du darfst da rüber. Okay. Weil auch sie weiß, sag ich mal, tust dir nichts. Okay. Obwohl, sag ich mal, ihr, ne, jetzt sind wir hier in der Küche, sagen wir mal ganz gerne. Die Küche. Die Küche, ganz genau das, wo die Tiere dementsprechend haben. Sie hat jetzt einen Tag geferkelt, deswegen ist das Futter nicht ganz leer gefressen. Der Küchenbereich, der Trog, ist auf der Erde. Das heißt, wenn die Ferkel größer sind, 4-5 Wochen Ferkeln fressen Mama und Ferkel aus einem Trog. Und dann kommen wir, sag ich mal, in den schönen Gartenbereich, auch Auslauf genannt. Auch da macht sich die Sau manchmal ein bisschen so den Bereich frei, wo sie dann auf dem Beton liegen kann, um sich zu kühlen. Aber der Strohbereich ist auch immer ganz wichtig. Ihr habt ja wirklich darauf geachtet bei dem Bau, dass das Tier wohl berücksichtigt wird, dass also die Bedürfnisse der Tiere berücksichtigt werden. Gibt es nur noch etwas, wo du sagst, boah, das fehlt uns noch, wir sind noch nicht am Ende? Ich denke mal, das Fundament, das stimmt. Und jetzt gilt es halt, das Management noch anzupassen. Wir lernen noch jeden Tag dazu,
Es geht auch mal was daneben, auch das ist einfach so. Man lernt aus Fehlern, aber ich glaube, es wird sich weiterentwickeln, auch im Biobereich. Auch gerade das Abferkeln hier, sei es die Tiere, sei es einmal das Futter, was wir jetzt eigenes selber herstellen wollen in Zukunft. Also wir haben noch viele Möglichkeiten, da was zu verändern.